Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und das da ist Christian. Gude. Ja, und wir haben heute den 21. August und am 21. August haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das weltbekannt ist. Usain Bolt. Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt. Ja, aber so richtig so. Der jamaikanische Blitz. Komm, wir machen. Grüße gehen raus an Usain und gucken ganz schnell von links nach rechts, okay? Von da? Grüße, ja, da genau, ist links. Das links. Ja. Grüße gehen raus an Usain Bolt. Ja. Oh, knackst. Oh, ich hab voll im Genick geknackt jetzt gerade. Während sich unser Genick rehabilitiert, ja, geht es um den 21. August 1911. Da wurde das Louvre in Paris renoviert. Und da hat doch jemand die Mona Lisa entwendet. Nein. Doch. Die Frau, die keine Augenbrauen hat. Die dich immer anguckt, egal aus, wo du, von wo aus du sie anguckst. Ist es so? Ja. Mach mal, also wenn man sich so bewegt. So, und dann. Aber die hat auch keine Augenbrauen. Aber egal. Ja. Also die Mona Lisa entwendet, wurde aber wiedergefunden, hängt im Louvre. Sagt man. Sagt man. Ja. Gut, dass das die Kopie ist, die der Praktikant schnell gepinselt hat. Der hängt da bis heute, ja. Ja, auf jeden Hängt Fall. Bei mir im Keller, das Original. 21. August. Weißt du, glaubst du, das nicht ist, aber so. Ist wirklich so. Das Original hängt bei mir im Keller. Ja! Heizungskeller. Natürlich. Da ist es sicherer, weil da keiner glaubt, dass es... Richtig, das ist auch schön warm. Ja. Mona Lisa. Okay, komm, mach bitte weiter. Deswegen grinst du ja auch immer so, wenn es schön warm hat. 21. August 1876. Wiener Reichsbrücke wird unter dem Namen Kronprinz Rudolf Brücke eingeweiht. So. Gut. 21. August 1955 Aha. findet das erste Fußballspiel zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland. Aber es ist andersrum geografisch. So, du zwischen UdSSR und Bundesrepublik genau, Deutschland. Statt im Dynamo-Stadion von Moskau gewinnt die UdSSR 3:2. Also Sauerei ist das doch. Was geschoben? 1500 deutsche Schlachtenbummler sind der Mannschaft gefolgt. Schlachtenbummler in Bezug auf Deutschland-Russland ist ein bisschen makaber. Ich habe es gerade gemeint, es ist eine blöde Formulierung, also Schlachtenbummler zu sagen beim Fußball. Sagen wir lieber Fans. Fans. Supporter. Fans. Supporter. Ja, genau. Anhänger. Das war der 21. August, ja. Der war zwischendrin ein bisschen langweilig. Macht ja nichts, morgen haben wir einen neuen Tag, da können wir wieder neu starten. Cheerio, Miss Sophie. Grüß euch.